Oh nee, ich will nicht ins Fernsehen. Ja, doch. Nein, ich lebe hier. Es wird nicht gemacht. Hier einfach mal raufschütten. Ich bin dagegen. Das gehört da nicht hin. Nein. Da sogar? Nein. Ist doch nicht ein Sand da einfach raufschütten. Ey, sie verbrennen sich keine Füße hier. Ja, für den richtigen Touri ist es natürlich am besten, aber es ist halt nicht gut für die Umwelt. Können wir euch mal was fragen? Ja, gerne. Das ist ja der Strand von Teneriffa, der ist oberhalb von Santa Cruz. Okay. Ne, das ist, der Sand ist hier künstlich her transportiert worden, kommt aus der Sahara und dann gibt es ja hier die Wellenbrecher. Das ist genau das gleiche, will man hier auch machen. Nee, finde ich nicht gut. Ja, wir sind beauftragt, aber ich finde einige nicht gut, aber die Leute können eben auch aussuchen, welche Sandsorte eben hierher soll. Was wird da ja, klar, freilich. Ihr könnt mitentscheiden. Das ist Blödsinn. Ich meine, es ist doof, dass gerade nur Steine da sind, aber irgendwie, das ist Natur, ne? Ja. Nein, das ist mit Absicht so gemacht. Das ist ja weggespült worden. Der Sand ist ja mit Absicht weggespült worden. Nee, ich denke, die fahren die Schiffe hier ein bisschen dichter an vorbei und dann wird der Sand weggespült. Und na, damit man jetzt den neuen aufbringen kann, sonst hat man das ja doppelt. Nee, ich glaube das nicht. Glaubst du das nicht? Ich glaube das nicht. Der soll umgestaltet werden, der Strand. Ja. Und hier, das ist ja der Sandstrand von Santa Cruz, also oberhalb von Santa Cruz auf Teneriffa. Okay, Beach Inspect. Ja. So soll er werden. So soll er werden. Ich bin dagegen. Ne? Ich bin dagegen. Aber warum? Also es haben sich Leute beschwert, weil die sich in den, im schwarzen Sand die Füße verbrannt haben, weil sie Schmuck verloren haben. Und warum ist das passiert dagegen? Dir im weißen Sand auch. Ja, aber verbrennst dir nicht die Füße. Also das nicht. Ja, aber gut, La Gomera ist schwarzer Sand. Du, ich komme seit 10 Jahren hier hin. Warum soll ich jetzt hier was ändern und einen Kunststrand machen? Das ist Natur, das ist. Welche Sandsorte würdest du für diesen Strand hier empfehlen? Der Schwarze. Aber er ist ja gar nicht schwarzer da. Wenn jetzt weißer dran wäre, welchen würdest du nehmen? Also, das sieht ja aus wie Kacke, ne? Also, klar, das ist Sylt, ja, Sylt, ja. Ihr seid hier falsch. Ja, ich glaube nicht, dass die Leute, die jetzt hier rumrennen, sich das aussuchen doch, können. Doch, die haben wir schon einige gehabt. Ja. Also viel das hier. Mehrheitlich wird das gewünscht. Das ja. Wie gesagt, ich wünsche mir nichts. Also, und wenn, stehe ich eh auf schwarzen Vulkansand. Welche Sorte würdet ihr hier empfehlen? Ist es jetzt, verstehen Sie, Spaß oder so? Ich meine, du kannst doch nicht einen Sand da einfach raufschütten, der ist doch sowieso wieder weg. Ja, aber das kann man. Na gut, dafür gibt es ja diese Wellenbrecher. Ne? Ja, das ist. Nee, da mag ich mich überhaupt nicht so äußern, weil es soll ja nicht die Schweiz werden. Ich würde mich freuen, wenn das alles so hier bleibt. Das ist Leben. Ja, aber. Das muss so sein. Aber das ist jetzt kein Leben hier? Das ist doch. Nein, das ist einfach Kunst. Das ist doch das, was hier lebt, ist doch einfach die Gezeiten. Da kann ich doch nicht einen Strand hinkippen. Entschuldigung. Danke. Ich wäre ja für den Sylt-Strand. Das ist ein bisschen wie zu Hause. Ja, das wollen viele. Das ist, ja, wahrscheinlich ist das der Renner im Augenblick. Schön weich. Nee, Stein oder Meer ist lustig. Wir wollen das ja auch schön haben hier auf Gomera. Und jetzt ist die Frage. So funktioniert das. Welche ist die Frage? Ja, doch. Welches ist der schönste? Also im Augenblick war das so der Renner. Was würdest du sagen? Nein, das geht hier mit dem Aufschütten so nicht. Das ist ja nun mal vulkanisch und das ist schwarzer Arena, also schwarzer Sand. Ja. Vulkanisch. Und wir haben hier auch keine Muscheln zum Beispiel, sondern nur so Schnecken. Du kannst hier nicht einfach irgendetwas, was zu diesem Biotop so gar nicht passt, hier einfach mal raufschütten. Ja, aber das hat man hier auch gemacht. Und damit das nicht wegschwimmt, gibt es ja hier aber diese auch schon gehört, dass es hier ein Konzept von sanftem Tourismus gibt auf Gomera, wo man genau sowas wie auf Teneriffa nicht macht, keine Bettenburgen und auch nicht so biotopfremde Sachen unter einheimische Sachen runtermischt und so. Gut, da können wir jetzt nicht. Ansonsten finde ich das auch ausgesprochen kritikwürdig, dass wir hier wie in einer deutschen Kleinstadt dieses Interview auf Deutsch führen. Ja. Hablas español, puedes también hablar español. Das will man hier auch machen. Seit wann? Es wird im nächsten Jahr gemacht, Anfang 2019. Doch, es gibt auch verschiedene Sorten, die man sich aussuchen kann. Wird aber nicht gemacht. Ja, doch. Welchen? Nein, ich lebe hier. Es wird nicht gemacht. Warum nicht? Weil du Scheiße erzählst. Steinhudermeer super. Steinhudermeer finde ich super. Aber wir nehmen den hier.
Ja, aber ich glaube, du willst ja auch rumkaspern, ne? Du machst irgendwas, so eine Persiflage auf, wie doof sind die Deutschen auf Gomera wirklich oder sowas. Kannst mich auch rausschneiden. Aber hier, ich fahre doch nicht mit einem riesen Container, wo 1000 Kubikmeter oder 1000 Tonnen Sand hierher ist. Aber es gibt bescheuert. Doch eine richtige und falsche Natur, das gibt's doch nicht. Ja, aber es ist doch bescheuert, Sand umherzufahren, der eh abgetragen wird mit den Wellen. Und da musst du das Ganze dann wieder machen. Das ist ja der Trick, weil hier sind ja dann so Wellenbrecher davor, die verhindern das. Ja, aber es ist voll das Schwachsinnsprojekt. Dann geht doch einfach woanders hin damit. Also dann fahrt doch lieber in Urlaub, wo so ein Sand ist. Dann fahre ich doch nicht hierher und mach mir das, was ich gerne hätte. Ist doch beknackt. Um Gottes Willen. Ja, das ist ja voll der Aufwand, den Sand dahin zu bringen. Ja, aber Logistik kostet heute nichts. Das ist nicht so... Doch, das kostet was. Nee, das ist außerdem ist es ja ein Umweltproblem, den Sand dahin zu bringen. Also ich finde das nicht so gut. Ja, für den richtigen Touri ist es natürlich am besten, aber das ist halt nicht gut für die Umwelt. Aber sind das hier falsche Touris? Ja, ich denke, hier sind schon mehr Leute, die mehr auf Naturbasis sind, auf Wandern, weniger auf Baden. Aber das ist aber auch Natur, ne? Das ist ja jetzt kein Plastik oder so. Das ist ja also schlecht ist der auch nicht. Aber der ist schon ein bisschen grob. Vom Steinhuder Meer ist das. Ja, das würde man ja wohl kaum hierher kutschen. Sahara? Was seid ihr denn? Europäische Union? Ja, wir sollen nachfragen. Der ist ja dahin. Warum fragt worden. Ihr da Deutsche und nicht Leute, die hier leben? Weil hier viele Deutsche sind. Ausschnitt Deutsche. Und jetzt geht es darum, der schwarze Sand ist weg. Hier soll weißer hingekippt werden. Welche Sorte man will. Die Bevölkerung darf mitentscheiden. Ja. Nee, das also ist was würdest du machen? Was würdest du machen? Ja, da steht nicht zur Debatte. Also TUI-Besucher haben sich beschwert, weil sie sich die Füße verbrennen und Schmuck verloren haben mit dem schwarzen Sand. Ja. Ich meine, Natur ist das alles, ne? Das ist ja nichts Künstliches und so weiter. Das ist, ich schwanke noch zwischen Sahara und Sylt. Ich meine, Sylt hat natürlich die feinste Konsistenz, ne? Das steht ja außer Frage. Ja, die Farbe ist natürlich auch nicht schlecht. Wobei die den auf Sylt natürlich eher brauchen, ne? Die verlieren da ja auch viel von dem. Ich meine, von dem gibt es genug hier, ne? Ja, ja. Also auch nicht so weit zu transportieren. Also ich glaube, wir hätten ein Problem mit Sylt. Den groben Sahara. Sahara. Das ist ja auch Sahara. Ne? Ja. Nicht Sylt oder sowas? Das ist ja, nee. Das ist ja feiner. Der passt ja nicht her. Das ist jetzt ein Ernst. Ernst gemeint oder was? Ja, ja, klar. Also ich würde sagen, ich würde den schwarzen Sand lassen, aber okay, wenn das Projekt jetzt sowieso schon gestartet ist, ja, dann ist würde also ich... Anfang 19 passiert das, also im ersten Quartal. Den. Den? Ja, ist der Renner. Also es sind im Augenblick die, also der Sylter oder auch Sahara. Letztendlich das doch das mittlere. Nehmen. Also mitteldunkel. Oder? Das ist ja am dunkelsten, ja. Das ist am mitteldunkel und das ist ganz hell. Ganz hell. Das passt irgendwie eigentlich auch nicht. So ein bisschen grober muss es schon sein. Ja, ist schon doof, stimmt. Ja. Letztendlich passt es nicht hier in die Gegend. Okay, das wird jetzt echt hier gemacht? Gehen. Unglaublich. Vielen Dank. Ja. Danke. Gerne. Den doch, wenn es sein muss. Steinhuder Meer. Ja? Das ist selten. Aber die meisten wollen hier Sylt oder auch Sahara. Ja, na, das Steinhuder ist ja auch Meer. Sahara. Gang auch noch zur Not, aber wenn du mich schon fragst, ich bin für Steinhuder Meer. Ja, ne? Ja. Gut, danke schön. Ja. Das ist ein Scherz, weil die Leute verarschen. Ja, das ist auch kein Scherz hier, das wurde auch so gemacht. Ja, ja, ja. Welches? Also was ist das? Natur. Schwarzer Sand, ja, gehört das doch ist hierher. Aber das ist auch alles Natur. Das ist doch kein Plastik. Ja, nee, das gehört da nicht hin. Nein. Sogar nein. Nein. Soll mal schwarz bleiben, wenn er überhaupt da ist. Dann gehen wir das so weiter. Ja. Ich bin vor 30 Jahren und noch früher hier gewesen und ich weiß nicht mehr genau wann, ist hier eine Abstimmung gewesen unter der einheimischen Bevölkerung. Und die wurden gefragt, ob man hier einen künstlichen Strand, eine Art Lagune machen sollte. So wie hier und so viel ich weiß, ist das damals mehrheitlich von der Bevölkerung abgelehnt worden. Ja, okay. Und da gibt es hier die Wellenbrecher und genau Strand. Das soll hier auch passieren. Hier? Ja, an dem schwarzen Sand, wo wir die Füße verbrannt haben. Oh. Aber das glaube ich im Leben nicht. Und die Urlauber dürfen jetzt mit aussuchen, was für einen Sand sie haben möchten. Das wären Black Sand in my shoes, Black Sand everywhere mit also, Toni. Also man kann ja auch sagen, dass man dagegen ist, weil wenn sie hier irgendwie weißen Sand aufschütten, dann werden da noch irgendwelche Anlagen gebaut. Und dann ist ja alles hier wie auf Teneriffa. Ja, ja, aber das wollen die Besucher doch hier nicht. Ja, einige nicht, aber viele andere wollen es auch. Ja, nee, dann, also damit es wenigstens noch etwas Gomera-like bleibt, nehmen wir das Steinhuder Meersand, oder? Das ist der dunkelste. Ja. Ja, das macht nichts. Das ist dann ja ein bisschen heller als jetzt, ne? Und ein bisschen gröber. Das passt dann schon. Ja. Gut, dann nehmen wir den. Ja.